Der Inhalt des ersten Teiles, das erste Bild. Eine Soiree, nichtssagendes Geschwätz im Salon des Großkaufmanns und Verlegers Mech, Hermann Winkler. Man hat einen interessanten Außenseiter zu Gast, den Dichter und Liedermacher Baal, Theo Adam. Die bessere Gesellschaft stellt seichte Vergleiche zu anderen Dichtern an, deklariert ihn als neues Genie, will ihn für sich beanspruchen. Baal bleibt unbeteiligt, isst und trinkt. Vor allem Letzteres. Man erfährt, dass Baal seine Lyrik sonst den Chauffeuren vorsingt. Schnaps ist sein Honorar. Baal reagiert weder auf die Versprechungen Mechs noch auf jene des Kritikers Dr. Piller, Alfred Schrammeck. Die Unterhaltung wird kühler, Baal aggressiver. Emilie Mariana Lipovcek, die Gattin Mechs, entwickelt persönliches Interesse an Baal und versucht einzulenken. Aber Baal provoziert weiter und die Gesellschaft zieht sich empört zurück, lässt den Außenseiter fallen. Baal allein denkt an den allgemein unbeliebten Ichthyosaurus, der die Arche Noah mied, weil er nicht an die Flut glaubte und dann ersoff. Es ist leicht möglich, dass ich in einem ähnlichen Fall auch nicht einsteige, überlegt Baal. Als ihm ein Diener den Mantel bringt, beginnt er eine wüste Schlägerei und verlässt den völlig verwüsteten Salon. Zweites Bild. Johannes, Heiner Hopfner, und Baal in dessen Dachkammer betrachten den Himmel. Johannes erzählt von seiner noch unberührten Geliebten, wie er sie im Traum gesehen hat, eine noch scheue Liebe. Baal, der Vielerfahrene, meditiert über die Höhen und Tiefen der Liebe, über deren Wollust und Bitternis. Johannes möge sich hüten. Drittes Bild. Die Chauffeure in der Wirtsstube meinen, ein nicht arbeitender Mensch sei ein Geschwür oder aber ein Luxus. Baal beklagt sich, dass ihr nun Mechs Frau Emilia am Hals habe. Er ist ihrer überdrüssig. In der Schenke lernt er Johanna, gesungen von Gabriele Sima, kennen, die Geliebte von Johannes. Baal hat Emilie herbestellt, sie mokiert sich über die verkommene Wirtsstube. Sie spürt, dass Baal sie demütigen will. Schon leicht betrunken singt Baal für die Chauffeure die Ballade von der Dirne Evelyn Rue, die auf der vergeblichen Suche nach dem heiligen Land ihren Leib verkauft, um dahin zu gelangen. Nach ihrem Tod wird sie aber weder vom Himmel noch von der Hölle aufgenommen und muss weitersuchen im Niemandsland ungestillten Sehnens. Eckhart, Helmut Berger-Thuner, kommt. Auch er ist ein Haltloser, der außerhalb der geordneten Lebensformen steht. Er spürt in Baal Wesensverwandtes und versucht, ihn wegzulocken hinaus in die Natur. Noch aber ist Baal nicht so weit. Es ist zu früh, Eckhart. Es geht noch anders. Er vergnügt sich damit, Emilie und den Chauffeur Horgauer zu zwingen, sich zu küssen. Er warnt Johannes davor, Gedichte zu schreiben, plädiert für animalische Regungen und wendet sich schließlich wieder Emilie zu. Jetzt hast du's hinter dir. Vergiss es. Das vierte Bild spielt in Baals Dachkammer. Johanna ist bei ihm geblieben, hat die Liebe erfahren. Jetzt ist Baal ihrer überdrüssig. Und als sie von ihm ein Geständnis einer Liebe erwartet, hat er nur ein zynisches Pfeifen für sie übrig. Johanna läuft in Gedanken an ihren Johannes aus dem Zimmer. Baal versucht, zu spät, die Enttäuschte zurückzuhalten. Fünftes Bild. Zwei Schwestern sind in Baals Kammer gekommen. Sie wollen beide mit ihm schlafen. Baal befiehlt ihnen, sich auszuziehen. Als dies die Mädchen nach mancherlei Ziererei geschafft haben und alle im Bett sind, erfährt Baal von einem der Mädchen, dass Johanna ins Wasser gegangen sei. Die Hausfrau, Margarete Benze, betritt die Kammer, unterbricht die sich anbahnenden Vergnügungen und komplimentiert die beiden Schwestern zur Tür hinaus. Der alleingebliebene Baal hat einen Entschluss gefasst. Ich mache einen neuen Adam. Ich versuche es mit dem inneren Menschen. Sechstes Bild. Johannes hat sich in Baals Dachkammer eingeschlichen und wühlt in Baals Papieren. Baal, der eben mit Sophie, gesungen von Emily Rawlins, gekommen ist, jagt den Eindringling davon. Sophie will wieder weg, will heim zu ihrer Mutter. Aber sie erliegt den Lockungen Baals und wird seine Geliebte. Siebtes Bild. Baal sitzt vor einer Schenke,
Glockengeläute aus der Ferne. Ich sollte ein neues Leben anfangen, still, friedlich, beschaulich. Als die Fronleichnamsprozession naht, überlegt er mitzugehen, ganz hinten als der niederste der Sünder. Als aber die Burschen abgeschnittene Birken bringen, bricht seine Naturverbundenheit durch und es kommt zu einem Handgemenge zwischen ihm und den Prozessionsteilnehmern. Ein Polizist schützt ihn. Achtes Bild, eine Maiennacht. Baal ist eins mit der Natur und mit Sophie, die bei ihm geblieben ist. Die Liebe reißt einem die Kleider vom Leib wie ein Strudel und begräbt einen nackt mit Blattleichen, nachdem man den Himmel gesehen hat. Neuntes Bild. Um mit Sophie leben zu können, hat Baal eine Stelle angenommen als Liedersänger in einem Kabarett. Eben gibt er das Loblied auf den Abort zum Besten. Ein Ort der Demut, dort erkennst du scharf, dass du ein Mensch nur bist, der nichts behalten darf. Bereits betrunken verlangt Baal den ihm vertraglich zugesicherten Schnaps. Der Kabarettinhaber im Jurk, Hans Kremmer, verweigert ihm diesen und schickt ihn wieder auf die Bühne. Baal ist erregt und singt außer Programm ein schlüpfriges Couplet auf den Geschlechtsverkehr. Es kommt zu einem Tumult und Baal entwischt mit seiner Gitarre. Zehntes Bild. In einem Nachtcafé treffen Baal und Eckhart einander wieder. Die Polizei ist Baal auf den Fersen. Er will, dass Eckhart sich seiner Frau Sophie annimmt. Für ihn ist die Welt jetzt ein Exkrement des lieben Gottes. Sophie kommt gerade zurecht, um mit ansehen zu müssen, wie Baal von einem Geheimpolizisten verhaftet wird. Elftes Bild. Eine Gefängniszelle. Baal ist im Gespräch mit dem Geistlichen, Paul Hoffmann. Dieser warnt davor, sich aus der Gesellschaft auszuschließen. Einsamkeit wird sein furchtbares Los sein. Baal jedoch lebt von der Feindschaft, flieht noch vor dem Tod ins Leben, geht mit Genuss abwärts und befreundet sich mit dem Tod, obwohl er sich gegen das Sterben wehren wird. Zornig gibt der Geistliche Baal auf. Ich überlasse sie den Würmern. Zwölftes Bild. Im Gefängnishof. Der wieder freigelassene Baal wird von seiner Mutter, Martha Mödel, erwartet. Er tröstet die Frau. Ich will arbeiten, dass meine Muskeln springen. Du wirst es gut haben. Und gemeinsam mit ihr tritt er in die gleißende Sonne hinaus. Das ist ja unmöglich! Wie sind Sie hier, Herr Mordwald?
Von dem Aal, bitte. Seine Lyrik, den Chauffeur, fantastisch! Chauffeure zahlen, wenn ihnen was gefällt. Er ist Gott gewohnt, für ein Chanson drei Gläser Kirsch zu nehmen. Sie haben wohl viel gelesen. Soll, lass ihn doch erst in Ruhe essen. Gott ist doch auch bereit. Nimm sie Cognac, ist doch auch die Breiten, hüte sie. Aber zu mir kommen Sie nicht. Wozu? Bei Ihrem Lebensgefühl. Ich heraus. Ich lasse die Zimtel verschwimmen. Oder tue er weiß. Weiße Hemden könnte ich brauchen. Sie machen sich nichts aus dem Verlagsgeschäft. Aber Sie müssten weich sein. Mit was meinen Sie? Es wird mich Ihnen dienen. Sie machen so gut. Zintölzer für Sie, weg! Abgeschlagene Wälder, bitte nicht so viel Herr handeln Sie nicht auch wie Tiere, weg! Sie dagegen, was gehen Sie, meine ich könnte Ihnen einen Gefallen tun, er hat Angst, ausgesucht zu werden. Ist Ihnen für mich noch keine Verwendung, wenn Sie wollen vor die Weite lernen. Soll ich Ihnen ein Bett machen lassen? Haben Sie nicht mehr, was Sie erwähnen? Die Lyrik ist schon gelohnt, die Monopole. Er hat sie zum Bett weg. Mir gefallen alle Tiere des lieben Gottes, aber mit dem Tier kann man nicht handeln. Komm, Emilie! Kommen Sie, meine Herrschaften! Herr, unhört! Ich bin der Zündler! Wie heißt der Herr? Killer! Killer! Sie könnten mir altes Zeug. Sie sind Luft für mich! Sie sind Literatur, sind Sie Luft! Ich weiß nicht, mir gefällt er. Man sollte sich um ihn kümmern. Ich
war allgemein unbeliebt, als er ersoff. Es ist leicht möglich, dass ich in einem ähnlichen Fall auch nicht einsteige. Ihre Garderobe, mein Herr! Wenn man nachts im Gras liegt, merkt man mit den Knochen, dass die Erde eine Kugel ist und dass wir fliegen und dass es auf dem Stern Tiere gibt, die seine Pflanzen auffressen. Wissen Sie was von Astronomie? Nein. Ich habe eine Geliebte, die ist das unschuldigste Weib, das es gibt. Aber im Schlaf sah ich sie einmal, wie sie von einem Affen beschlafen wurde. Der Leib lag ausgestreckt und die knallige Reste umflogen. Hast du ihren weißen Leib schon gesehen? Nein, sie ist unschuldig. Dennoch, wenn ich sie manchmal nachts im Arm halte, dann zittert sie wie Laub, aber immer nur nachts. Ich bin zu schwach, es zu tun. Sie ist 17. Gefiel ihr in deinem Traum die Liebe? Ja. Wenn du sie beschlafen hast, ist sie vielleicht ein Haufen Fleisch, der kein Gesicht mehr hat. Wenn euer Sommer verschwimmt und sie sind vollgesogen mit Liebe wie Schwämme, dann werden sie wie die Tiere bös und kindisch, unförmig wie die Gebäude fließenden Brüsten und gewähren unter ungeheurem Speier, sei es ein neuer Kosmos, eine kleine Frucht. Wie speien sie aus mit Qual und sauten sie einst ein mit Wollust.
eine Orange zerfleischt, aus einem, der Saft in die Zähne schießt. Ihre Zähne sind wie die eines Tieres. Und die Liebe ist, wie wenn man seine nackten Arm in Teichwasser schwimmen lässt, mit Tang zwischen den Fingern. Aber die Liebe ist auch wie eine Kokosnuss, die gut ist, solange sie frisch ist und die man ausspeien muss, wenn der Saft ausgequetscht ist und das Fleisch bleibt übrig. Welches bitter schmeckt. Aber jetzt habe ich die Arie satt. Sie meinen also, ich soll es tun, wenn es so ziemlich ist. Ich meine, du sollst dich davor hüten, Johannes. Arbeitet ist ein Geschwür an dem gesunden Leib der Gemeinde und muss ausgeschnitten werden. So aus, ein Luxus. Es ist doch ganz einfach. Ist er nötig oder nicht? Er ist nicht nötig. Opern sind nicht nötig. Ich habe den Quatsch nie gesehen und bin ganz zufrieden. Dagegen weiß ich mehr als einen, der Hunger leidet mit Poesie. Das ist die Frage mit dem Genie. Das ist doch für die Genies eine Frage. Macht es so, die Kerle in Käfige, gebt ihnen zu saufen und kehrt ab, sie merken aus, wie die Exkremente im Tiergang. Das hat Sinn und ist ungefähr. Dieser Mensch hat mich aus einer Sorelle hinausgeworfen, weil ich seinen Wein wieder ausspie. Aber seine Frau liegt mir nach. Jetzt hab ich sie am Hals und geil sind sie wie die Stute, aber dümmer, der gehört der Hinteranschlag. Da ist die Johanna. Ich komme dann zu euch und singe. Guten Tag, Johanna. Johannes hat mir Lieder und Lieder vorgelesen. So, wie alt sind Sie da? 17 war sie im Juni. Ich bin eifersüchtig auf Sie. Es schmerzt immer von Ihnen. Sie sind verliebt in Ihren Johannes. Es ist jetzt Frühjahr. Ich warte auf Emilie. Da ist sie. Der Johannes hat seine Frau mitgebracht. Setz dich. Hast du mich hierher bestellen lassen, Gesindel und seine Frau? Luise, eine Korn für die Dame. Bist du nicht lächerlich? Nein, du wirst trinken. Mensch ist Mensch. Du bist mein Was Mann. Weißt du? Nicht zu schlapp, Jungfrau. Bist du blutweich heute? Wie geschmacklos du bist. Schleiß doch lauter, Liebe. Das Hand hier war einfach voll. Sollen wir nicht gehen, Johannes? Nichts da! Da geblieben! Ihr Himmel ist violett.
besonders, wenn man besoffen ist. Jetzt hast du wieder zu viel getrunken und dann schwatzt du. Der Himmel ist manchmal gelb mit Rauch überdringen. Ihr müsst euch betrinken. Wer tritt mich denn da? Bist du's, Luise? Ach du, Emilie, da macht nichts. Trink nur. Ich weiß nicht, was du heute hast. Es war vielleicht doch nicht gut, dass ich hier gekommen bin. Merkst du das? Jetzt kannst du ruhig bleiben. Das sollten Sie nicht tun, Herr Paul. Sie haben ein gutes Herz, Johanna. Sie betrügen einmal Ihren Mann nicht. Drum sage ich doch. Heute sagt ihr, wir sind über den Berg. Seht mich und froh sein, sagte die Frau zum Knecht, der bei der Markt lag. Wollen Sie mit mir gehen? Ich schäme mich jetzt. Ich verstehe Sie gut. Es macht mich. Sehen Sie mich nicht so an. Komödie, Schwestern im Hades. Als der Frühling kam und das Meer war blau, da fand sie die Marut. Da kam mit dem letzten Boot an Bord die junge Evelyn Roth. Herr Kapitän, lass mich mit dir ins Heige Land fahren. Ich muss zu Jesus Christ. Du sollst mitfahren bei mir dann und wo so herrlich bist. Er lohnt euch, ich bin nur ein am Weib. Mein Ziel gehört dem Herrn Jesu Christ. So gib uns deine süßen Leib, denn der Herr, den du liebst, kann das nimmer mehr zahlen, weil er gestorben ist. Sie fuhren in den Sonn und Wind und liebten eben in Rot. Sie aß ihr Brot und trank ihren Wein und weinte immer dazu. Der Frühling, den sie tanzte, lass die Erde Feuer sein. Evelyn Roth war so scheu und so weich, sie waren härter als Stein. Der Frühling ging der Sonderstand, sie lief wohl nachts mit der Fenster zu. Von Rad zu Rad und Stade ins Grab und suchte einen stillen Strand, die arme Evelyn Roth. Sie tanzte hart, da war sie wie ein sieches Bad. Herr Kapitän, wann kommen wir in des Herrn heilige Stadt? Der Kapitän lag in ihrem Schoß und küsste und lachte das Ohr. Und ist der Schein, dass er die Hintern, so ist es Evelyn Roth. Sie tanzte hat, da hat sie wie ein Leichnam hat. Und man kann mich bis zum nächsten Mal, hatte sie alles satt. Sie trug ein Seidengewand auf dem Leib, der sich gut verschwunden war. Und trug auf der entstellten Stirn ein schmutzzerwühltes Haar. Wie wichtig, Herr Jesus Christ, mit meinem Sohn.
Ziegelein. Du darfst dich nicht so heilen und wie ein Zug am Wein. Sieh mich, Holland von Rotterra, sieh mich, Holland von Rotterra, und Herzog Fuß, hab ihr weh. Sie ging wohl nachts, wenn's keiner sah, sie ging wohl nachts in die See. Sie ließ sich den Fällen, und die wuschen sie heiß und fein. Nun wird sie wohl vor dem Kapitän im heiligen Lande sein. Als im Frühling sie in den Himmel kam, schlug Petrus die Tür mir zu. Gott hat mir gesagt, ich kenne Tat in dir, Evelina Ru. Doch als sie in die Hölle kam, sie riegelte die Tür mir zu. Der Teufel schrieb, ich kenne Tat in dir, Evelina Ru. Da hat ihn sie durch Wind und durch Sternenraum. Okay.
bist du zu schade. Es ist zu früh, Eckhart. Es geht noch anders. Komm mal vom Teufel! Kind, komm mit dem Fettherz! Dieser hat sie gesehen! Jetzt schwitze dich! Bist du heute frei, Luise? Du sollst nicht so reden, Ball! Du weißt nicht, was du mir damit antust! Sei ganz ruhig, Luise! Horra! Was wollen Sie von mir? Da wir deine misshandelte Liebe haben, die deine Kultschorgauer! Ja, immer zu, feine Sorte! Sie sind ein Fies dabei! Bist du kalt, Emilie? Liebst du mich? Ins Schüchtern, Emmy! Bist du... mich vor den Leuten blamierst. Ist das Matthäi am letzten? Eins. Zwei. Das war böse, Bart. Das klingt nach dem bösen Apfel. Wie kommt es? Sie die Knie zittern, was willst du? Was musst du auf Gedichte schreiben, wo das Leben so handständig ist, wenn man auf dem Rücken auf einem reisenden Strom entzieht? Hört, der Mensch war im Himmel. Man sieht nichts, was wie der Himmel violett wird. Schwarz wie ein Lumpen. Oder wenn man aus einer
wasch dich lieber. Ich weiß noch immer nicht wie. Der Johannes ist an deinem Schuld, schleppt dich herauf und rollt sich wie ein Licht auf Tiet. Warum dir die Knie zittern? Wenn er wieder zurückgekommen ist. Jetzt kommt das Literarische. Morgengrauen auf dem Berg Ararat. Soll ich aufstehen? Mach das Sitzen. Bleib liegen. Willst du nicht das Fenster aufmachen? Ich liebe den Geruch. Was meinst du zu einer frischen Auflage? Hin ist hin. Das ist so gemeinsam. Von dir sind. Lässt bald seine Gedanken fliegen. Leicht wie Tauben über das schwarze Gewässer. Was kannst du nicht? Nein! Eine Windung. Ich spüre einen Knochen eins. Mit mir eine. Sag etwas. Liebst du mich noch? Bis an den Hals. Was war das dann heute Nacht und vorhin? Johannes ist im Stand und macht Kraft. Die Emilie läuft auch herum wie ein angebohrter Segelschiff. Ich kann ihr verhungern. Ihr seid keinen Finger für einen. Ihr wollt ja immer nur das eine.
gesagt, wir sollen sie wieder besuchen. In einem weißen Bett. Wir sind gekommen, Herr Bart. Jetzt flattert sie gleich zu zweit in den Schlaf. Zieht euch aus. Die Mutter hat vorige Woche die Treppe knarren hören. Wie Winde kamen aufgeschlichen sind. Eines Tages liegt die mir am Hals. Ich schäme, Schwester. Es ist nicht das erste Mal. Aber so hell weiß nie, Schwester. Es ist doch nicht das zweite Mal. Du musst es auch ausziehen. Ich zieh mich auch aus. Wenn ihr fertig seid, könnt ihr zu mir kommen. Da wird's schon dunkel. Warte, bis du erzählst, Schwester. Ich habe auch das letzte Mal zu dir. Nein, ihr kommt beide zugleich dran. Wir sind fertig. Ist es warm draußen? Es ist ja 1. April. Es ist ja drin draußen. Hat es euch das letzte Mal gefallen? Es ist ein ins Wasser gegangen. Die Johanna Reier. In die Lach, da ging ich nicht hinein, die ist zu reißend. Ins Wasser? Weiß man warum? Sie ist abends fort und über die Nacht ist sie fortgeblieben. Ist sie nicht mehr heim in der Frühe? Nein, dann ist sie in den Fluss. Man hat sie aber noch nicht gefunden. Schwimmt sie noch? Was bist du, Schwester? Nichts. Vielleicht hat es mich gefroren. Ich bin heute so faul. Ihr könnt heim. Das dürfen Sie nicht einmal. Das dürfen Sie nicht antun. Es hat geklappt. Das ist die Mutter. Das ist die Mutter. Wenn es eine Mutter ist, dann könnt ihr sehen, wie ihr die Suppe aufwirbelt. Sowieso schon verflucht faul. Ich mache einen neuen Adam. Ich versuche es mit dem inneren Menschen. Ganz ausgehöhlt. Aber ich habe Hunger wie eine Raubtier.
sei lieb, Geliebte. Das ist meine Kammer. Ich wollte nur... So, haltest du! Gehst du da herum? Ein leichtes Kammer, der verflossene Johanna! Wir schneiden dich auf! Das ist eine Unverschämtheit! Dich schneiden dich an die Wand! Was hat Ihnen der ring junge Mensch getan? Lassen Sie mich fort! Im ersten Stockwerk unten müssen Sie rechts gehen. Sie sind uns nachgelaufen, als ich drunter vor der Tür aufkommen. Man wird mich finden. Hier finde ich niemand. Was wollen Sie mir tun? Das fragst, dann kannst du wieder gehen. Sie haben mich auf offene Straße überfallen. Es ist doch früher. Es musste etwas Weißes in diese verfluchte Höhle. Eine Wolke. Die Idioten haben sich verlaufen. Ich bin so voll und ich bin so voll. Sieh mal auf, sieh mal, wann von mir geliebt wurde. Ich kann dir Auskunft geben. Bitte glauben Sie nicht schlecht. Warum nicht? Du bist ein Weib, jedes andere. Der Kopf ist verschieden. Die Knie sind alle schwach. Bekommen Sie nicht recht, Luft? Ich weiß nicht. Mir ist so schwach. Ich weiß es. Es ist April. Es wird dunkel. Und du riechst mich. So ist es bei den Tieren. Und jetzt? Hörst du den Wind, weiße Wolke? Lass mich! Ich heiße Wahl! Lass mich! Du musst mich trösten! Ich erschrak vom Winter! Und du siehst aus wie eine Frau! Thank you.
nicht so schwach wäre. Ich sollte ein neues Leben beginnen. Still, friedlich, beschaulich. Ich möchte gerne frömmer sein. Ich wäre sicher ein guter Christ. Ich kann nicht leiden sehen. Könnte mitgehen, ganz hinten, als der niederste der Sünder. Was soll das, Menge? Der hat die Bäume hier ausgeschnitten und aufgestellt. Los, Herr Clemens, Sie herbei. Haben Sie Bäume an? Junge Bäume? Ja, selbstverständlich, wieso für dich? Beruhigen Sie sich, Max. Das ist dann schon weit ab zum Blau. Der Bürger der Zeit hat bestreitliche Hoheit. Hörst du den Regen durch die Blätter tropfen? Ich spüre einen Tropfen auf dem Haar. Und was? Die Liebe reißt einem die Kleider vom Leib wie ein Strudel und begräbt einen nackt mit Blattleichen, nach dem man Himmel gesehen hat. Ich bin betrunken,
und du schwankst. Ihr Himmel ist schwarz, wir fahren auf der Schaukel mit Liebe im Leib. Ich liebe
Ich muss meinen Schnaps bekommen, sonst gibt's keine Lyrik. Sie sollten nicht so viel saufen, sonst können Sie es nachts überhaupt nicht mehr singen. Wozu singe ich dann? Ich habe Sie eigenhändig entdeckt. Wann hat Ihre so feine Seele in einem solchen Feldtuch gesteckt? Wenn Sie heute als Persönlichkeit dastehen, tun Sie es trotz Ihres Talents. Mit Talent verstimmt man die Leute nur. Der Feldtuch macht den Erfolg, nicht die Lyrik. Ihr Schnapshaufen ruiniert mich noch. Ich habe die Balgerei in Atem und den kontraktlichen Schnaps satt. Ich haue ab. Die Polizei hinter mir. Ich verstehe übrigens Ihre Gereiztheit nicht. Sie verdienen enorm. Ja, aber ich bin nicht der Mann, für den etwas zu verdienen lohnen könnte. Sie sollten mal wieder eine Nacht schlafen setzen. Sie geliebt ja die Luft. Heute Nacht geht man bei uns nicht auf die Bühne. Ich bin klein, mein Herz ist rein, lustig will ich im Bett sein. Glas, Rock und Hose, hohe Glüten, zärtlich, denn ich liebe das. Weiß das Weib, Frau Ex, wisch ich's ab mit grünem Glas, mit dem Mund, ihr Schoß und Nase, sauber, denn ich liebe euch. Treibt das Weib, wie die schöne Sache feurig, doch wie überlass, gebe ich ihr die Hand und lache freundlich, denn ich liebe das. Sophie, Sie werden Ihre Nummer singen. Kontraktlich, sonst alarmiere ich die Polizei.
Sie sind im Namen des Gesetzes verhaftet. Ball! Sei doch ruhig, es ist nichts. Mir ist so schwer, dass ich mir noch verliebt. Ich gehe mit dir. Nein, ihr bleibt da, beide. Er wird bald wiederkommen. Es ist ein Missverständnis. Helfen Sie mir. Sie lässt mich nicht. Es ist Dienst, liebe Frau. Seid vergnügt. Wir hoffen, dass die seelischen Qualen hier bei Ihnen eine Stimmung erzeugt hätten, die Sie für die Religion empfänglich macht. Müßiggang ist aller Laster Anfang. Ich stimme Ihnen zu. Sie haben keine Ehrfurcht. Fürchten Sie nicht die Macht der Gesellschaft, die Sie zur Feindin haben, die Sie einfach erdrücken kann, an die Sie überall anstoßen werden, wie an diese Wände? Ich lebe von Feindschaft. Mich interessiert alles, soweit ich es fressen kann. Töten ist keine Kunst, aber auffressen. Es scheint, als ob Ihre Kämpfe wie Rückzüge aussehen. Ich ziehe mich in feindliches Land zurück. In blühendes Land. Ich habe keine Heimat zu verteidigen. Mein Haus trage ich mit mir. Es sind feste Domänen, die ich auf der Flucht an meine Füße kriege. Und ich lasse sie als mageren Verlust zurück. Ich fliehe vor dem Tod ins Leben. Jeder wird einmal müd. Und wohin dann mit ihnen? Dann kommen sie. Oder ich werde schlafen. Wenn ich für ergiebige Träume gesorgt habe. Sie sinken immer tiefer. Dank meines enormen Schwergewichts. Aber ich tue es mit Genuss. Es geht mit mir abwärts. Aber ich gehe gut. Ich befreunde mich mit dem Tod. Mit der Not tue ich. Ich bin demütiger als Sie. Nichts ist so furchtbar als Einsamkeit. Bei uns ist keiner allein. Wir sind Brüder. Dass ich allein war, war bis jetzt mein Vorsprung. Ich möchte keine zweite Mann in meiner Haut haben. Ich komme, um Ihnen die Ruhe Ihrer Seele wiederzugeben. Geben Sie mir den blauen Himmel, eine Handvoll Bieren, weiche Frauenarme und Freiheit mit mir, wo ich will. Das ist Ruhe der Seele. Sie lästern Gott. Sie sind ein Tier, das Urtier, das schön ist und gemein, eine Plage des Himmels. Aber Sie werden sterben. Sterben? Ich lass mich nicht überreden. Ich wehre mich bis aufs Messer. Ich will doch ohne Haut leben. Ich ziehe mich in die Zehe zurück. Ich glaube an kein Fortleben. Ich bin aufs Riesige angewiesen. Sie treiben Notzucht am Leben. Sie werden das einmal bezahlen. Ich habe es bezahlt. Ich bin im Dreck gelegen.
vor der Reinheit. Und für die Schönheit habe ich mich zum Glück schlagen lassen. Sie haben mich so lange geprügelt, dass ich jetzt leider Hornhaut habe, hinter der ich ab und zu sogar wieder zart mit sein. Jetzt sollen wir wohl schuld sein an ihrem Verbrechertum, sie aufgedunsener Kosmos, sie tollwütige Hand. Ich überlasse sie den Würmern. Ich habe die Zeit versäumt, wo der Baumwipfel das einzige Mal am Tag voll Sonne ist. Hol die Pfaffen, der liebe Gott! Ja, ja, der Hochwürden hat ganz recht. Sie sind ein Mensch, der keinen Respekt nicht hat.
Der Inhalt des zweiten Teiles, das erste Bild. Baal ist bei den Holzfällern. Einer von ihnen, Teddy, hat einen tödlichen Unfall erlitten. Die Männer beraten, ob man im Recht sei, Teddys Schnapsfläschchen zu öffnen und auf sein Wohl zu trinken. Als sich die Holzfäller dazu entschließen, stellt sich heraus, dass der volltrunkene Baal den Schnaps längst ausgesoffen hat. Zweites Bild im Freien. Baal und Eckart haben eine Auseinandersetzung wegen Sophie, die von Baal ein Kind erwartet. Sophie hängt sich an Baal, doch der stößt sie brutal von sich, schickt sie zu den Flößern. Eckart nimmt Sophie in Schutz und beschimpft Baal, trotz allem aber liebt sie immer nur Baal. Stärker als der Streit der beiden Männer ist deren Beziehung zueinander. Eine Bindung, die sie gemeinsam weitertreibt. Sophie bleibt verzweifelt zurück. Drittes Bild. Baal und Eckart geraten in eine Spitalschenke. Das Zerrbild einer Gesellschaft tritt ihnen entgegen. Die Bettlerin Maja, Margarete Hintermeier, mit ihrem Kind. Bolleball, Heinz Holleczek. Gugu, Wilfried Gamlich, der im Nichts die Erfüllung der Schönheit sieht. Und der geschichtenerzählende Bettler Rudolf Mazzola, der von einem geheimnisvollen Mann im Wald spricht. Baal wird unruhig, ist auch von dieser Gesellschaft angeekelt und stürmt mit Eckart ins Freie. Viertes Bild, Baal und Eckart im Laubwerk. Sie sehen in den Himmel. Baal ist im Einklang mit der Natur. Fünftes Bild, Morgendämmerung im Freien. Baal weckt Eckart und singt ihm ein neues Lied vor. Das Lied vom ertrunkenen Mädchen, das von Gott vergessen wurde. Die beiden Männer philosophieren, pessimistische Gedanken über die Zukunft der Welt, das Zugrundegehen der Natur keimen in ihnen auf. Sechstes Bild. Ein junges Weib, Mariana Lipovcek, kommt vorbei, sie sucht Eckart. Baal hält die Widerstrebende fest und macht sie sich gefügig. Siebtes Bild im Freien. Wieder weiß Baal ein neues Lied vom Tod eines Mannes im ewigen Wald. Ist es die Geschichte des Bettlers, die Todesahnung? Ist es Baal selbst, den Gott unnütz, ein wildes Tier, einen Lumpenhaufen nennt und der dennoch leben will und Sonne schnaufen? Achtes Bild, ein Zimmer. Baal findet zu seiner Mutter. Er malt der Kranken eine rosige Zukunft aus. Ich arbeite jetzt. Ich werde große Bücher schreiben. Ich werde ein ordentliches Haus kaufen, einen Garten dazu. Und du bekommst eine Magd. Die Mutter stirbt in seinen Armen. Neuntes Bild, die Wirtsstube. Chauffeure sind da, die Kellnerin Luise und Eckart und der völlig heruntergekommene Johannes, der manchmal schauerlich von einer Wasserleiche träumt. Baal, der versucht, Geld für das Begräbnis seiner Mutter aufzutreiben, singt das Lied von Sonne krank. Er singt von der vergessenen Jugend, von einer kleinen Wiese mit blauem Himmel darüber. Bruchstücke. Baal sieht Eckart mit Luise auf dem Schoß, wird böse, es kommt zu einem Kampf und Baal ersticht Eckart, scheint im nächsten Augenblick die Tat zu bereuen und flieht. Zehntes Bild. Baal betritt auf der Flucht gehetzt eine Tanzdiele. Er will tanzen und greift sich ein Mädchen. Es wehrt sich, die Burschen im Lokal bedrohen Baal, er rennt weg. Ein gejagter, verstrickter. Elftes Bild. Abends auf der Landstraße. Zwei Landjäger, Heinz Holleczek und Heinz Winter, sind auf der Suche nach dem flüchtigen Baal. Sie rätseln, was Baal eigentlich ist. Ein Mensch noch? Oder schon ein Tier. Zwölftes Bild. Eine Holzfällerhütte. Die Männer trinken und spielen, reden über Baal, der hilflos in einer Ecke liegt. Es geht mit ihm zu Ende. Als der Regen aufhört, schicken sich die Männer an zu gehen. Baal bittet sie, bei ihm zu bleiben. Aber Spott ist die Antwort. Mitleid hat der allgemein Unbeliebte nicht zu erwarten. Nur einer der Holzfäller, Waldemar Kment, bleibt ein wenig länger da und ihm sagt Baal,
Es war sehr schön. Alles. Dann bleibt er allein. Mühsam schleppt er sich zur Tür. Er will hinaus. Er ist jener Mann, der im Wald stirbt, der wie Evelyn Rue das bessere Leben nicht finden konnte. Im Freien bricht er zusammen. 13. Bild im Wald. Zwei Männer sprechen über Baals Tod. Teddy hat eine Frau und 5 Habeweise. Hier, das sind nur 4. Wollt ihr Teddys 5 Habeweise? Die schnappt ihr des armen Kakas weg. Ist das Religion? Hier, hier. Ihr wollt die Schnappe von dem Maul und wegschlafen. Teddy hatte überhaupt keine Familie. Aber Waisen. Meint ihr, Teddys Waisen werden Teddy Schnapp saufen? Gut, es ist Teddys Eigentum. War es.
Was willst du damit wieder? Er schwatzt nur. Er hat gar keinen Verstand. Ich sage, es hat Teddys Eigentum. Und wir werden es also bezahlen. Das ist ein guter Vorschlag. Deine Feind ist geschlagen. Er muss verrückt sein, dass er keinen Schnaps will. Er hat gar keinen Verstand. Geh mir ohne ihn zu Teddy Schnaps. Weiß ich, wo die steht, wo dein Besitz und nehme weg. Und du hast es im Stich gelassen, du wolltest nur deine Würde. Dein Leib war doch gar nicht so schlecht, denn ich, er ist es jetzt noch nicht, nur habe ich beschädigt auf deinen Seite und an die Beine. Den Weibern wäre es ausgewiesen. So was steht man nicht zwischen ein Weib. Aber alles in allem, in dem Leib hätte ich sich noch leben lassen. Kein besseren würde man nicht. Aber deine Seele war eine verflucht noble Persönlichkeit, die wohl überschaden hat. Und die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Deiner Gewohnheit unterlegen. Teddy. Hoho, Elefant, jetzt gibt's was. Du musst das Fässchen brennen unter Teddys alten Bett. Da war Teddy noch nicht mal tot. Wo warst du da, du Schweine? Du Schwitzer! Teddy ist nur dieser Wiese, deine Schraffe. Keiner fährt ihn, als ich das Fass gesoffen. Burschen ist nichts heilig. Setzt euch! Es muss immer Klügere geben und Schwächere im Gehirn. Das sind dafür die besseren Arbeiter. Setzt euch! Zieht euch den Himmel an über den Tod. Messe denken,
Hey, du und deine Frau, wo hast du sie wieder hingetrieben? In dem Ries. Sie läuft uns nach wie verzweifelt und hängt sich an meinen Hals. Weil du dich an meinen Hals hängst, der ein Mühlstein, als du sie so behandeln, die von dir schwanger ist. Ich wollte es selbst, Rickard. Setz dich, Sophie. Wenn du sie auf die Straße schmeißt, ich bleibe bei dir. Ich bleibe bei dir nicht, aber du ließest mich sitzen. Ihren Weg. Das sieht dir klar. Lass mich das andere aus dem Bett geschmissen. Ich ließe meine Geliebte kalt. Sie schickt sie mir weg, obgleich ich sie liebte. Weil du sie liebtest. Ich habe zweimal Leichen geschändet, weil du mein bleiben solltest. Es
Bist du schon wieder lüstern? Horst, ich mache nicht auf. Du machst auf. Nein, Mutter Gottes, nein. Vogel, aber dann mach auf. Wer ist das die Spitalschenke? Ja, aber es ist kein Bett frei. Und ich bin gut. Wir haben Champagner bei uns. Komm her! Wer weiß, was Champagner ist, passt zu uns. Wir sind lauter feine Leute. Das ist gut. Ich weiß, woher du den Champagner hast, aber ich verrate dich nicht. Komm, Eckart, sind hier Gläser? Tassen, Tassen, Gläser. Ich brauche eine eigene Tasse. Was haben Sie für eine Krankheit? Lungenspitze, Katarrh, nichts von Bedeutung. Und Sie? Magengeschwüre, harmlos. Hoffentlich haben Sie auch ein Leiden. Ich bin wahnsinnig groß. Wir kennen uns. Ich bin gesund.
von einmal wieder dorthin. Denn er musste sich etwas überlegen. Mit Worte ging er ganz hinauf in die Wildnis, denn er wollte sehen, wie weit er abhängig war und wie viel noch in ihm war, dass er es aushielte. Aber es war nicht mehr viel. So ein Wind. Und wir müssen heute Nacht noch fort, Eckart. Ja, der Wind. An einem Abend um die Dämmerung, als er nicht mehr so allein war. Nehme durch die große Stille zwischen die Bäume und stellte sich unter einen von ihnen, der sehr groß war. Das war der Affe in ihm. Ja, vielleicht der Affe. Er lehnte sich an ihn ganz nah, fühlte das Leben in ihm. Tief hinunter und sie hält dich. Ich kann laufen und mich besser bewegen, aber ich stehe nicht fest und kann nicht in die Tiefe und nichts hält mich. Auch ist mir die große Wind ging. Durch den Baum lief ein Zittern. Der Mann fehlte so. Der warf sich zu Boden und schlang die Felder an harten Wurzeln und weinte. Starb leichter. Das verstehe ich nicht. Nichts versteht man. Geschichten, die man versteht, sind nur schlecht erzählt. Glaubt ihr an Gott? Ich glaubte immer an mich, aber man kann Atheist werden. Das Schönste ist das Licht. Jetzt kommt Gugus Arie, der Madensack singt. Es ist wie zittert der Luft an Sommerabenden, Sonne, aber es zittert nichts, nichts, gar nichts.
man hört einfach auf. Wind geht, man friert nimmer. Regen geht, man wird nimmer nass. Witze passieren, man lacht nicht mit, man verfault. Man braucht nicht zu warten, General streikt. Das ist das Paradies der Hölle. Ja, das ist das Paradies. Kein Wunsch bleibt unerfüllt. Man hat keinen mehr. Es wird einem alles abgewinnt. Auch ich wünsche, so wird man frei. Es kommt kein Schluss, nichts dauert ewig. Amen. Eckart, steh auf! Thank you.
Das Wasser ist warm. Auf dem Sand liegt man wie Kriegse. Dazu das Geschwätz. Und die weißen Wolken am Himmel. Eckhart! Was willst du? Ich liebe dich. Ich liege zu gut. Hast du die Wolken vorhin gesehen? Vorhin ging ein Weib vorüber. Ich mag kein Weib mehr. Was hast du? Redest du wieder im Schlaf? Das da. Als ihr ertrunken war und hinunterschwamm von den Bächen in die größeren Flüsse, Abends.
dir Bleicherlein im Wasser verfaulet war. Geschah es sehr langsam, dass Gott sie allmählig vergaß. Ist ihr besiegt an die Hände und ganz zuletzt ist ihr Haar. Dann ward sie Aas in den Flüssen mit vielem Aas. Schon um das Gespenst. Es ist nicht so schlecht wie du, nur der Schlaf ist beim Teufel und der Wind orgelt in den Weidesluten. Bleibt also wieder die weiße Brust der Philosophie. Welcher ist es, dieser unterschiedliche Sinne? Und selbst von alten Weibern nur das zweite Gesicht. Wir mit Händen zu gut. Wie den Weibern den Schoß nehmen könnten, wie kein Schoß und Augen im Blick und vergeuden uns ins Wahre, die Geschenke für uns. Ehrlich ist das Einzige, was man in diesem Land umsonst bekommen kann. Aber immer nützt nur mehr meine Hand. Mein Ohr kann er nicht mehr stark genug sein. Deine Fuge ist auch nichts geworden. Meine Fuge baut sich aus Geräuschen auf, die nicht schlechter sind als die gewöhnlichen. Was ihre Mathematik betrifft, so ist sie mathematischer als der Wind. Die Landschaft wird auch immer mathematischer. Das ist der einzige Ausblick für das menschliche Geschlecht. Was ist jetzt schon ein Blechschuppen? Morgen ist dort eine Eisenkonstruktion. Die großen Städte strecken ihre Geräte über die alte Landschaft. In 40 Jahren kannst du das Wort Wald aussprechen. Der Mensch wird dann auch verschwinden, weil er kein Herz mehr hat. Weil er etwas schon nicht tut, weil es keinen Sinn hat. Aber zu der Zeit, wo deine großen Städte heraufgekommen sind, wirst du das Delirium haben, statt der hohen Konstruktionen wirst du Ratten wahrnehmen. Das wird die Zeit sein, wo du schon ganz allein geworden bist, um ein leichtes Geräusch wahrzunehmen. Du bist ein böser Mensch. Wir sind es beide. Leider. Leider. Thank you.
werde sie einfach befriedigen, die weiße Taube. Ich habe diese Liebschaften bei ihm satt. Bist du das? Wo ist Ihr Freund? Er macht eine Messe in S-Moll. Sagen Sie ihm, dass ich da war. Setzen Sie sich. Ich will lieber stehen. Er frisst zu viel Eier in der letzten Zeit. Er fällt zurück in die Zoologie. Ich liebe ihn. Was gehen Sie mich an? Langen Sie mich nicht an, Sie sind mir zu schmutzig. Ist das Ihr Hals? Wissen Sie, wie man Tauben still macht? Oder Wildenten? Im Gehölz? Jesus Maria, lassen Sie mich in Ruhe! Sie fallen ja um. Sie wollen, dass wir sie in die Weide gelegt werden. Mann ist Mann! Bitte lassen Sie mich los, bitte! Eine schamlose Waffe, her damit! Im Wind an. Hier zittert. Wo ist das Mädel, was du in den Schenken herumgezogen hast? Werd ein Fisch und such sie. Du überfrisst dich, Baal. Du wirst platzen. Den Knall möchte ich noch erleben. Ich habe ein Lied gemacht. Sing, dann kenne ich dich. Und ein Monster im ewigen Wald, wohin Finsternis umbrauste, starb wie ein Tier im Wurzelwerk verkrallt, starrte hoch in die Winkel über den Wald. Was tue ich, wo alle gestorben sind? Hab nicht Erde noch Geld, noch Liebste noch Gift. Aber das war's nicht, warum er so schrie. Laut als Funken und Funken. Weiter bist du, Rechnung, Luft mit Augen.
etwas Wahres, was mein Freund verstand. Diese Wurzel der Verderben, rasen wie die Sonne, wie das Land. Und ich muss tief unten sterben. Jetzt wohl gekommen. In der letzten Zeit hast du viel Lyrik gemacht. Du hast wohl schon lange kein Weib mehr gehabt. Warum? Ich dachte es mir. Sage nein. Sehen. Bist du nicht ganz wohl? Sie haben dir wohl übel mitgespielt. Es sind rohe Hunde, da hilft keiner, auch nicht einer, nicht einer. Ja, Mann. Aber jetzt wird alles besser. Mutter, als wolltest du dich klein machen. In dem elenden Loch kein Wunder. Das wird alles anders, ich verspreche es. Jetzt will ich was tun. Ich komme nicht ohne Erfolge. Man kennt mich nicht in die Polizei, weißt du? Damit ist das vorbei. Ich arbeite jetzt. Ich werde große Bücher schreiben. Das hattest du nicht erwartet. Siehst du? Wie geht es dir?
Sehr gut, meine ich. Ich werde ein ordentliches Haus kaufen, eine Tasche dazu, und du bekommst deine Mark. Nicht gesagt. Mutter! Das war alles? Und morgen? Wind drüber. In 3 Wochen sind schon die Kirschblüten auf. In 4 oder 5 Wochen kann ich schon im Wald sein. Kleine Mutter. Der Wirt ist anständig, er gibt Kredit auf eine Leiche, die eine Mutter war. Ah, ah, der Wind geht niemals entgegen. Guck dir das Bild. Es ist schade um ihn, sag ich euch. Ekelhafter, sage das nicht. Ich nehme ihm nirgendwas an. Er ist ein Kind. Er tut immer nur, was er muss. So schon wieder!
Hand. Nun, du bist scheins einer geworden. Bist du das noch? Thank you.
und da zum Leben zerfressen. Geraten lobe ihn zahlt auf dem Haar, hat mir seine ganze Jugend, und ich ihre Träume vergessen. Lange das Haar, wie den Himmel der Frühbar. Meine Stimme ist nicht ganz glockenrein. Sing weiter, Bal! O ihr, ihr aus Himmel und Hölle vertrieben, ihr Mörder, denen vielleicht ist es wahr, warum seid ihr nicht im Schoß eurer Mutter getrieben, wo es stille war und man schlief? Und war da. Nicht. Das ist ein gutes Lied, Romantik. Sieh weiter! Er aber schlug nach Jahrzehnten den Bier, wenn ihm schon seine Mutter vergisst. Küsset und fluchend und so weine nicht ohne Zeit. Rätin! Siehst du was? Bei? Nein! Ich will nicht! Es ist schön im Dunkeln mit dem Champagner im Leib und mit bist du ein Freund, Eckhart? Ja, aber sing. Schlitt dann durch Höllen und gefällt durch Paradiese, still und glitzert, vergierend der Schicht, läuft der gelegentlich und eine feine Wiese mit blauem Himmel. Es werde Licht, das blendet. Was hast du denn? Es ist lächerlich. Du bist doch nicht auf dir da, eifersüchtig. Warum soll ich keine Beine haben? Der Kerl hat gestochen. Eckhardt!
schwarze Regen. Und dieser aller Seelenwind. Er scheint mir immer mehr gegen Norden den Wäldern zuzulaufen. Dort oben findet ihn keine Menschenseele mehr. Was ist eigentlich? Vor allem Mörder. Er hat seinen Freund erstochen. Zuvor war er Varieté-Schauspieler und Dichter, Ringespielbesitzer, Holzfäller, Liebhaber einer Millionärin, Zuchthäusler und Zuhälter. So ein Mensch hat gar keine Seele. Er gehört zu den wilden Tieren. Dabei ist er ganz kindisch. Alten Weibern schleppt er Holz, dass man ihn fast erwischt. Wenn nur wo Schnaps zu haben wäre. Komm, gehen wir. Da ist es unheimlich. Tod also, armes Tierchen. Jetzt wird es interessant.
noch etwas? Schlaflein! Oder wir Mama spielen! Willst du beichten, du Schnapsbehälter? Wenn ihr noch eine halbe Stunde... Weißt du was, Fräulein? Vorwärts, es ist ganz windstill. Was ist mit dir? Ich komme nach. Es kann nicht mehr länger dauern, meine Herren. Ich werde nicht gern allein sterben. Altes Weib, da hast du was zum Andenken. 20 Minuten. Ich mit den Speichel weg. Wo? Auf der Stirn. So? Warum lachst du? Es schmeckt mir. Du bist eine völlig erledigte Angelegenheit. Danke. Kann ich noch etwas für dich? Aber ich muss an die Arbeit. Gut. Komm näher. Näher. Es war sehr schön. Was? Alles. Feinschmecker. Du Mann! Und? Gehst du? An die Arbeit! Wohin? Was geht das dich an? Hey! Wie viel ist es? 11 1/4! Hier ist mein Teufel. Das ist nicht so einfach. Das ist, mein Gott, nicht so einfach. Nichts. Wenn ich nur... Mama! Ich kann so weggehen! Der Himmel ist auf zu Kuklada! Zum Greifen! Es ist alles wieder drauf.
Jetzt wird er schon kalt sein. Ja, jetzt ist er schon kalt. Er hatte eine Art, sich hinzulegen in den Dreck. Ich frage ihn, wie er schon röchelt in der Gurgel hinten, an was denkst du? Ich will immer wissen, was man da denkt. Da sagte er, ich horche noch auf den Regen. Ich horche noch auf den Regen, sagte er. Ich horche noch auf den Regen.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir befinden uns in der Pause der Ballvorstellung im Dirigentenzimmer der Wiener Staatsoper mit dem Komponisten des Werks Friedrich Zerha und dem Dirigenten der Salzburger Uraufführung und der Wiener Aufführungen Christoph von Dohnanyi. Jetzt hatten wir den ersten Teil der ersten Abonnementvorstellung bei den Aufführungen von Ball und das ist sehr interessant, dass der Erfolg bei dem in Wien nicht gerade als modern verschrienen Abonnementpublikum dem Werk treu geblieben ist. Friedrich Zerha, wieso gerade Ball als erste große Oper? Das war ein langer Prozess. Ich kenne dieses erste Stück von Brecht seit 20 Jahren und es hat mich fasziniert, die Auseinandersetzung von Einzelindividuum und Gesellschaft, das Problem der Anpassung, die Forderung nach Anpassung von der Gesellschaft und die Frage, wie weit der Einzelne das Recht hat, für sich etwas zu fordern, für sich Glück in Anspruch zu nehmen. Das Glücksverlangen ist also, das unerfüllte Glücksverlangen ist ein Thema des Werkes. Das Glücksbedürfnis des Menschen und die Konsequenzen daraus für die Mitmenschen, für die Gesellschaft. Ball wird uns doch irgendwie im ersten Moment als unsympathisch dargestellt. Ich höre in der Musik sehr viel Sympathie für die Figur des Balls mitklingen. Ja, Ball ist schon eine schockierende Natur, denke ich, auch heute noch, weil er in seinem Persönlichkeitsanspruch auch zu seiner Umgebung brutal sein kann, konzessionslos sein kann, ohne Rücksicht sein kann. Die Frage, und die hat ja auch Brecht interessiert, wie weit ein solches Verhalten unter anderem auch die Gesellschaft auslöst. Herr Christoph von Dohnanyi, jede Musik ist schwer, neue Musik ist auch schwer. Sie sind das erste Mal mit diesem Werk konfrontiert worden. Was ist in der Partitur besonders hervorzuheben? Also es ist eigentlich schwierig zu sagen, hervorzuheben. Es ist eine klanglich ziemlich diffizile Partitur. Es ist eine Partitur mit einem sehr reichen Orchester und die größte Schwierigkeit ist wohl die Balance. Nicht wahr? Es ist eine Partitur, die allerdings haben wir hier in Wien die Erfahrung gemacht, dass sie in dem großen Haus sehr viel vielfältiger und sehr viel empfindsamer zu gestalten ist als in Salzburg. Es war, glaube ich, klanglich hier sehr viel einfacher für mich, die Sache zu balancieren, als das in Salzburg der Fall war. Natürlich ist das hier nun auch schon die Wiederaufnahme oder eben das Transferieren an einen anderen Raum und man hat mehr Erfahrung über die Schwierigkeiten gehabt. Aber trotzdem, ich glaube, dass es ein Stück ist, was in einem akustisch guten Haus eigentlich keine eminenten Probleme bietet. Könnte es ein Repertoirestück werden? Ich bin sicher, dass das ein Repertoire vom Schwierigkeitsgrad her ist, nichts gegen Repertoire zu sagen. Es ist zweifellos nicht schwieriger als vergleichbare Stücke unserer Zeit oder auch der letzten 60 Jahre. Das ist ein Werk, was im Grunde genommen mit vernünftiger Probendisposition durchaus machbar ist für jedes gute Opernhaus. Wir haben relativ wenige Proben gehabt, wenn man mit früheren Zeiten vergleicht. Wie ist das? Ist ein solches Orchester und ein so guter Start wie in Salzburg und Wien eine Hilfe, wenn man eine Uraufführung herausbringt? Wissen Sie, dieses Orchester ist erstens gewohnt, einerseits im Betrieb zu arbeiten und vernünftig zu arbeiten, diszipliniert zu arbeiten. Andererseits haben die Philharmoniker den großen Vorteil, dass sie auch selbstständig als philharmonischer Verein, als philharmonisches Orchester arbeiten. Das heißt, sie haben schon ein so starkes Engagement der Musik gegenüber, dass sie einfach präsent sind, sie bereiten sich auch auf die Dinge weitgehend vor und sie sind diszipliniert und sie wissen, dass das eine Profession ist und sie empfinden Musik, welcher Art auch immer, eben Gott sei Dank noch nicht als Last, wie das alles so vielerorten schon heutzutage der Fall ist. Ich höre so viel Lyrik in der Musik. Die Frage geht an Friedrich Zerha.
Das freut mich persönlich, weil ich die lyrische Musik sehr gern habe. Ist das ein Verkörnerungsmoment? Es gibt ein musikalisches Material, das am Anfang in der Ballade der Evelyn Rue hörbar wird und an sehr vielen Stellen, analogen, verwandten Stellen immer wieder, sodass man das Gefühl hat, ein solches Material ist die Brücke für das ganze Stück, das ja immer lyrischer wird nach hinten zu. Ja, die Ballade von der Dirne Evelyn Rue ist ja die, enthält die Keimzellen für die gesamte Melodik des Stückes, nicht nur für die Melodik, aber dort ist es am auffallendsten. Aber die lyrischen Momente, die stehen ja auch im Stück von Brecht, das Verhältnis Bals zur Natur, die Liebesszenen. Aber es gibt natürlich auch sehr starke dramatische Momente. Das ist klar. Das hört man ja auch bei den verschiedenen Finale und bei den dramatischen Situationen. Aber ich habe, fällt mir noch etwas auf, dass, wenn man das überhaupt sagen darf heute, im positiven Sinne sehr viele in der Instrumentation illustrative Momente in der Musik sind, wie zum Beispiel das Tropfen durch die Blätter in der Mainacht und das kommt ja wieder. Ist das ein Gestaltungsprinzip, um diese Oper sozusagen dem Publikum näher zu bringen? Das weiß ich nicht, das ist, war jetzt nicht also eine bewusste Ambition von mir. Selbstverständlich muss, oder es ist naheliegend, dass einem Text die Musik nachspürt, nachgeht und selbstverständlich auch klanglich. Die Frage ist ja die, wie weit solche deskriptive Elemente strukturell verklammert und verarbeitet sind. Das Deskriptive, die Klangaura ist mir unendlich wichtig, die Übergänge, aber natürlich nicht Selbstzweck und ich hoffe, das ist es auch hier nicht. Herr von Dohnan ist an das Stück erarbeitet. Ist es in der Probenarbeit nützlich, wenn man auf solche Details, die wir jetzt gesprochen haben, auch Rücksicht nimmt und die erklärt oder den Musikern vermittelt? Nun ja, wissen Sie, ich halte ja ungeheuer viel davon, die Noten zu spielen, so wie sie da sind. Ich halte immer nicht so wahnsinnig viel von Vorträgen, weil ich weiß, die Musiker halten auch nicht so viel davon. Und im Ganzen, was Herr Zerha eben sagt, das ist sehr einleuchtend. Das haben wir von Beethoven an, wissen wir, dass eben Programmatisches etwas anderes sein kann, als was er sagt, das Verklammern von und Nachspüren einer Atmosphäre. Es ist eben ganz bestimmt nicht hier bei dem Tropfen oder so eine ausschließliche programmmusikalische Untermalung gemeint. Ich meine, dass das Werk in der Probenarbeit genauso bearbeitet werden muss wie jedes andere vernünftige Musikstück und dass die Musiker mit der Zeit natürlich immer mehr merken, worum es geht. Das ist sehr gut in diesem Haus hier, weil die Musiker haben die Möglichkeit, die Szene zu verfolgen. Ich bin ein großer Verfechter von Häusern, wo das Orchester hoch ist, hoch spielt, wo auf hochgefahren ist, weil letzten Endes es für ein Orchester immer deprimierend ist, wenn es eigentlich nicht weiß, was passiert da auf der Bühne. Und diese Korrespondenz zwischen Orchester und Szene ist eben hier in dieser Oper möglich. Und ich habe beobachtet, in allen Opernhäusern der Welt, wo dieses der Fall ist, dass das Orchester relativ weitgehend in der Lage ist, die Bühne zu verfolgen, ist auch die Präsenz des Orchesters im klanglichen und im dramatischen Bereich viel besser. Das ist ja hier schon auffallend im Vergleich zu Salzburg, dadurch, dass sich auch die Orchestergruppen einander hier besser hören und die Bühne hören, kommen viele Nuancen. Sinnvoll spielen, weil sie wissen, was passiert da oben und man kann das irgendwo mehr mitpacken, als wenn man da unten anonym sitzt und sagt, der wird uns schon das rechtzeitig das Zeichen geben, dass wir spielen. Es ist mehr gemeinsames, dramatisches Musizieren möglich. Spüren Sie das von hinten? Entscheidender Fortschritt gegenüber Salzburg, wo wir sehr tief fahren mussten, um mit dem Orchester unterzukommen. Ja? Natürlich die ungünstigen raumbedingten akustischen Verhältnisse in Salzburg spielen natürlich auch nicht mehr. Ja, absolut. Ja. Ich wollte fragen, spüren Sie das von hinten, wenn das Publikum mitgeht bei einer Vorstellung? Ich kann es ja nur von hinten spüren, weil von vorne habe ich kein Publikum. Auf der Bühne haben wir diesmal eins. Aber da Sie ganz richtig gesagt haben, und da bin ich mit den Herren d'accord, dass man über Musik nicht zu viel reden soll, sondern lieber hören soll, möchte ich das Gespräch mit Ihrer Erlaubnis abschließen und allen Zuhörern und Zusehern einen guten
Empfang wünschen für den zweiten Teil vom Friedrich Zerhas Ball.